Ein behindertes Mädchen mit Down-Syndrom wird ausgelacht dafür, dass sie so ist, wie sie ist. Würdest du ihr helfen? Würdest du zu ihr stehen? Das wirst du heute herausfinden, denn wir schauen uns jetzt diese wahre Geschichte an. Jetzt kann ich glauben, dass es um mein erstes Casting geht. Ich weiß. Und wie fühlst du dich, Sophie? Bist du denn aufgeregt? Ein bisschen nervös, aber aufgeregt. Was ist los? Was, wenn sie mich nicht mögen? Wie kann jemand dich nicht mögen? So ist es. Weil ich anders bin. Was, wenn sie jemanden wie mich nicht wollen? Liebling, es wird alles okay sein. Weißt du noch, was ich immer sage? Anders zu sein ist nichts Schlechtes. Da hat sie 100% recht. Jeder ist gut so, wie er ist, auch wenn ihr anders seid. Ey, Freunde, ihr seid genauso gut, wie ihr seid, Mann. Merkt euch das im Kopf, ja? Lasst euch nicht von irgendwem was einreden. Ihr seid genauso gut, wie ihr gerade vor diesem Handy oder vor dem PC oder wo auch immer ihr mein Video anschaut. Genauso seid ihr. Freunde, ich bin aber wieder back. Die letzten Tage war ich Skifahren. Die mir auf Instagram folgen, die wissen das Ganze. Und Skifahren ist verdammt nochmal teuer. Und das geht richtig auf den Geldbeutel, Mann. Aber zum Glück gibt es ja den O2 Mobile M-Boost-Tarif. Der ist für alle Leute, die unter 29 Jahren sind, also euch Schlingel da draußen. Und da bekommt ihr das doppelte Datenvolumen zum gleichen Preis. Denn dort habt ihr anfänglich 50 GB Datenvolumen und das wächst jeden Monat für 20 Jahre immer um 5 GB ohne Aufpreis. Bro! Ja, bis zu 300 Mbits, Allnet Flat, SMS und bekommt einfach noch dazu einen 100 Euro Amazon-Gutschein. Brata, wo sind wir hier, Alter? Bei Jackpot gewonnen! Das Ganze kostet nur 22,99 für alle Leute unter 29 Jahren. Normalerweise kostet das 37,99 und die Laufzeit beträgt 24 Monate. Deswegen, Freunde, holt euch das Angebot. Super, super strong. Ist in der Beschreibung verlinkt, in den Kommentaren. Klickt drauf. Let's go. Rein da. Und jetzt gehen wir zum Video. Es macht dich einzigartig. Du hast recht. Okay. Bin bereit. Okay. Na komm. Auf geht's, Sophie. Joanna, du kannst jetzt rein. Wir warten auf dich. Oh, Joanna. Ich weiß nicht, ob ich Joanna mag. Joanna, die klingt schon wieder so, wie wenn sie böse ist, diese böse Joanna. Okay. Hey. Hallo? Wir möchten nicht spenden. Ich bin hier für das Casting. Du weißt, es ist ein Casting für Models, oder? Oh ja. Dafür sind wir hier. Meine Tochter sucht eine Agentur. Du gehst mit einem Mädchen, mit deiner Tochter, die eine Behinderung hat, gehst du rein und der Typ sagt, wir wollen nichts spenden. Ich würde dir mit einer Kartoffel abwerfen. Hat irgendwer bitte ihr da draußen? Hat jemand zufällig eine Kartoffelplantage und kann mir ein paar Kartoffeln ausleihen? Tut mir leid. Du willst ein Model sein? Ja, es ist mein Traum. Und sie unterstützen das? Ja, wieso nicht? Noch etwas Geduld. Also, ich will nicht unhöflich sein, aber Ihre Tochter... Was? Es gibt keinen Markt für Leute wie Sie. Hören Sie, wir sind den weiten Weg gefahren. Und davon hat sie immer geträumt. Hier, sehen Sie Ihr Portfolio. Hier, ich hab's gesehen. Sind wir fertig? Ich verstehe manche Menschen nicht, wie man so herzlos sein kann. Guck mal, lass es jetzt so sein, dass wirklich in dieser Modelagentur, dass die ein bestimmtes Portfolio haben und sagen, ey, bei dieser Kampagne brauchen wir jetzt, was weiß ich, so und so und so muss die aussehen. Okay, lass es jetzt einfach mal so sein. Brother, dann erfüllt doch wenigstens diesem armen Mädchen, was eh schon ein Leben hat, was sehr, sehr schwer ist wahrscheinlich. Dann erfüll ihr doch diesen Wunsch, lass ihr Casting machen, alle jubeln, klatschen und so. Schöne Geste, so würde ich das machen. Und dann, wenn sie geht, dann kannst du ihr sagen, hey, guck mal, leider hat es nicht gereicht, aber nächstes Mal klappt das, glaub an deine Träume so. Das kann man doch auch machen. Sei doch einfach ein bisschen menschlich. Tut mir leid, dass ich es Ihnen sagen muss, aber sie wird es in dieser Industrie nie schaffen. Bitte, geben Sie ihr eine Chance. Wir sind 2 Stunden hierher gefahren. Na schön. Okay. Na komm. Okay. Mit Luxury Cosmet. Ups, Entschuldigung, darf ich es nochmal? Mach weiter, Liebling. Du machst das toll. Mit der Luxury Cosmetic Brand, neuer Megalash. Wasserfesten Mask. Ach, ich schaff das. Der Text ist nicht so schwierig. Dicker.
Bruder, es ist auch nicht so schwierig, einfach ein bisschen menschlich zu sein. Ich mein's ernst. Wenn jemand eine Kartoffelplantage hat, bitte verdammt nochmal schreibt mir, ich werf den ab mit einigen Kartoffeln. Ich kauf die von euch ab. Der Luxury Cosmetic Brand, neuer Megaless Wasserfetzen-Mascara. Kannst du, spielen am Tag und Nacht feiern. Oh mein Gott, hat sie gerade auf unsere Linse gespuckt? Tut mir leid. Alles okay. Es war keine Absicht. Sie hat das nicht gewollt. Sie lispelt nur ein bisschen. Noch ein Grund, wieso diese Industrie nichts für sie ist. Glauben Sie wirklich, jemand stellt sie ein, um sein Produkt zu vermarkten? Ja, das tue ich. Sie kann kaum die Sätze sagen. Liebling, hol dir doch ein Glas Wasser. Also... Sie ist einfach nervös. Also ich muss ehrlich sagen, ich find's schön von der Mutter, wie die Mutter sie verteidigt und wie die Mutter unbedingt möchte, dass das alles klappt. Aber ich meine, du musst ja als Mutter, musst du ja auch merken, so okay, gut, ey, gerade das läuft nicht so gut oder sowas, so der eine Typ mault die ganze Zeit an und sowas, das ist doch eine unangenehme Situation, da willst du doch dein Kind auch nicht so reinzerren, oder? Ich versuche nicht gemein zu sein, ich sage ihnen nur die Wahrheit, damit sie ihre Zeit nicht verschwenden und meine. Sie ist nicht das, wonach wir suchen. Sie hat mehr zu bieten. Wir werden bis zum Ende des Castings bleiben. Joanna. Okay. Victoria, ich will dich laufen sehen. Ich heiße Alice. Ganz egal. Der macht sich richtig beliebt. Das war wunderbar. Sehr schön. Seht ihr, Mädels? So läuft man über den Laufsteg. Ja, Bruder, und du solltest dir mal die Namen von den Leuten merken. Das läuft vielleicht auch noch mal ein bisschen besser für dich. Karl-Heinz Peter. Okay, danke fürs Kommen. Entschuldigung, ich bin es gelaufen. Schau, ey, sie ist so süß. Du musst nicht laufen, wenn du nicht willst. Wir haben sowieso keine Zeit mehr. Das Casting sollte erst in 15 Minuten zu Ende sein. Ich bin sicher, meine Tochter wird nicht so lange brauchen. Wollen Sie wirklich, dass sie sich blamiert vor allen anderen Models? Soll es laufen, oder? Gut. Okay. Zeig uns, was du kannst. Sie ist so süß. Und wie weit? Entschuldige, ich hab's nicht mehr ausgehalten. Was? Also bitte! Ich kann's nochmal versuchen. Das wird nicht nötig sein. Du bist steif wie ein Brett. Das wird man nicht so schnell korrigieren können. Ehrlich gesagt, war das der schlechteste Lauf jemals. Sophie, warte. Wieso musstest du so gemein sein? Das verstehe ich auch nicht. Guck mal, ey, das ist ja das, was ich vorhin meinte. Du kannst doch einfach menschlich sein. Du kannst dir selbst sagen, hey, guck mal, das passt leider nicht so. So, ey, du hast dein Bestes gegeben, versuch's nochmal woanders, aber bei unserer Kampagne passt es einfach nicht. Oder und das Mädchen wird ganz normal gehen und sagen, okay, danke und fertig. Bro, du musst doch nicht irgendein junges Mädchen da so hardcore hinnehmen und beleidigen und sonstiges, Alter, die noch dazu eine Behinderung hat. Also, was ist falsch mit diesem Karl-Heinz Peter? Ich habe sie gewarnt. Das ist eben Hollywood. Wir reden nicht schön hier. Und tschüss! Danke für die Zeitverschwendung. Boah. Hey, wo gehst du denn hin, Liebling? Du hast ihn gehört. Die haben es ausgelacht. Das war nur ein Casting. Es wird noch viele geben. Nein, ich mache das nie wieder. Aber ich dachte, Model sein ist dein Traum. Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt reicht. So. Ich sagte nein. Bring mich nach Hause. Die Arme, ey. Solange du dir selbst treu bleibst und akzeptierst, was dich einzigartig macht, wirst du immer Erfolg haben. Geh weg. Ich gehe auf kein Casting. Darum geht es nicht, Sophie. Was willst du dann? Der Agent war ein Depp. Er hat recht. Ich bin kein Model.
Er entscheidet das aber nicht. Das wollte ich auch gerade sagen. Ey, du kannst nicht, wenn dir noch jemand sagt, hey, du schaffst das nicht, du kriegst das nicht hin, du bist nicht dafür geeignet. Leute, dann beweist dieser Person, dass ihr dafür geeignet seid, wenn das euer Traum ist. Keine Ahnung, wenn ihr jetzt Fußballer werden wollt und nur irgendein Hans-Dietrich Peter auf der Straße, auf der Bank, der ein Bierchen getrunken hat, sagt zu euch, haha, ihr seid so schlecht, ihr werdet es niemals schaffen. Gebt ihr dann auf? Nein. Ihr zeigt es dem dann, dass ihr es schaffen könnt. So einfach ist das, Mann. Nie aufgeben und nicht auf die Meinung von anderen Leuten hören, Alter. Wenn sie nicht wichtig sind, dann komm, weg damit. Außerdem brauchst du keinen Agenten, um zu modeln. Wie meinst du das? Brauchst es doch. Tust du nicht. Früher war das noch so, ja. Aber es gibt Instagram. Mhm. Da gibt es so viele Models und ich wette, die meisten haben keinen Agenten. Es tut mir so leid, wir hätten nicht gehen sollen. Du verdienst es nicht, dass man so mit dir spricht. Keiner verdient das. Danke. Ich liebe dich. Ich werde dich immer unterstützen. Du willst Präsidentin werden? Ich werbe für dich. Wenn du sagst, du wirst Astronautin, bin ich die Erste in der Rakete mit dir. Das oh ist nein, schön. Vielleicht auch nicht. Ich habe ja Höhenangst. Aber mein Punkt ist, ich bin immer für dich da. Du bist die Beste. Aber ich weiß nicht, ob jemand, der so aussieht wie ich, ein Model sein kann. Aber natürlich. Denn was sage ich dir immer? Anders zu sein ist nichts Schlechtes. Es macht mich einzigartig. Ja! Also, was sagst du dazu, wenn du und ich unser eigenes Shooting machen? Keine Agenten, keine Castings, nur du und ich und süße Outfits. Und die Kamera. Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt, Alter, ob sie die Karriere zusammen starten. Ich würde reinfolgen. Ich würde die supporten, ich würde Like da lassen. Auf jedem Bild Sophie. Einfach nur um diesen Dödel Hans-Peter Sanz-Franz-Panz-Panz-Panz da zu zeigen, dass du Model werden kannst. Das klingt nach Spaß. Gut, denn ich habe eine Überraschung für dich. Was ist es? Oh. Outfits? Guck mal, das ist schön. Und hier hast du neues Make-up. Also, mach dich einfach fertig und wir treffen uns im Garten. Okay. Okay. Jetzt geht's los. Das macht so viel Spaß. Ey, geil. Kann es ein paar sehen? Ja, absolut. Schau, wie schön du aussiehst. Denkst du das wirklich? 100%. Ey, sie ist so süß, jetzt lass uns Mann. Weitermachen. Also gut, zeig mir, was du kannst. Die Mutter macht viele Fotos von Sophie und sie haben beide so viel Spaß. Als die Mutter die Fotos auf Instagram postet, erzählt sie auch Sophies Geschichte von dem Traum ihrer Tochter, ein Model zu werden. Sie machen immer wieder Fotoshootings und Sophie fühlt sich immer wohler vor der Kamera. Schön. Sie beginnt richtig loszulassen und den Prozess zu genießen. Als die Mutter Sophies Geschichte online erzählt und mehr Fotos von ihr postet, folgen Sophie viele Leute, um ihre Unterstützung zu zeigen. Sehr cool, korrekt. Nach einer Zeit fällt sie sogar bekannten Marken auf. Ich hoffe so sehr, dass nochmal in diesem Video dieser komische Hans-Peter Franz Banz 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 da reinkommt und der nochmal sieht, dass aus ihr Model geworden ist. Das hoffe ich. Ein paar Monate später wird Sophie jede Woche für große Kampagnen gebucht. Große Krass. Firmen möchten mit ihr arbeiten und Sophies Karriere hebt ab. Stabil, Sophie. Und dann, eines Tages, beginnt Sophie sogar ein neues geschäftliches Unterfangen. Okay, soweit, Mädels. Der ist kalt. Hans also ich will, Peter dass ihr diesen Klienten Banz. Wirklich beeindruckt. Seine Marke ist das nächste große Ding, okay? Also stellt euch jetzt alle auf. Ich will Joanna, Judy und Victoria. Alice. Nein, Alice. Sogar ich kenne ihren Namen. Egal. Ist das wirklich sie? Hey, Konzentration. Wir haben keine Zeit. Oh mein Gott, Sophie Henderson? Es ist schön, dich wiederzusehen. Du erinnerst dich nicht an mich? Natürlich, wie kann ich es vergessen?
Oh, keiner hat mir gesagt, dass du kommst. Du musst kein Casting mehr machen. Können wir dir was bringen? Wasser? Champagner? Schau, das ist dieser schnierige 31er. Boah, ist der eklig. Boah, Hans, Panz, Franz, Panz. Jetzt wird's Zeit, Leute. Habt ihr noch mal eine Kartoffel für mich? Ich schepper die so gegen seinen Kopf. Verdammt nochmal, ich treib gut mit Kartoffeln. Emily, komm hierher, sofort. Ich brauch nichts, danke. Ich bin jetzt fürs Casting da. Also, wie kommen wir zu der Ehre? Ich bin hier im Namen der Marke. Oh, läufst du für die Marke? Diese Mail habe ich verpasst. Nicht ganz. Holst du sie bitte? Ja. Wen holen? Wovon redest du bitte? Komm schon. Was soll das? Naja, nach dem, was letztes Jahr passiert ist, haben wir unsere eigene Agentur eröffnet für Models mit Behinderung. Als die Marke davon gehört hat, baten sie uns um Casting-Vorschläge. Aber das ist mein Job. Ich habe einen Vertrag. Ja, Hans-Peter, Franz, Panz, und jetzt kommt die Abrechnung. Genießt es, Freunde, jetzt wird abgerechnet. Oh, du hast die Mail von heute Morgen nicht gelesen? Ja, sie haben ihn gekündigt. Wieso machen die das? Naja, ich habe Sophies Geschichte in den sozialen Medien geteilt und die Leute haben dich wohl erkannt. Du solltest Models mit Behinderung nicht diskriminieren. Wow! Okay, da muss es ein Riesenmissverständnis geben. Nein, nein, das glaube ich nicht. Sie wollten, dass Sophie für sie läuft. Aber als sie gehört haben, wie du sie behandelt hast, meinten sie, du bist... Oh Gott, wie haben sie es gesagt? Einfach nicht das, was sie suchen. Das ist... Ja, Karma! Naja, das ist Hollywood. Wir reden nichts schön hier. Geil! Tschüss! Geil! Richtig dickes Karma. Geil. Also Mädels, wenn so es klar ist, lauf mal für mich. Oder rollt. Auf einmal die anderen auch, alle Ehrenfrauen. Am Klatschen. Ladies and Gentlemen, unglaublich schöne Message, Alter. Ihr seid gut so, wie ihr seid und diskriminiert nicht andere Leute, weil sie anders aussehen, weil sie irgendeine Behinderung haben. Lacht nicht über sie, okay? Diese Menschen haben auch ein Leben und auch Gefühle und meist ein viel, viel schwierigeres Leben als wir. Deswegen, Freunde, immer positiv zu jedem sein und immer helfen, wo helfen geht. Lasst ein Like da, wenn ihr mir dazu stimmt. Lasst ein Abo da, falls ihr neu seid. Wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dann, ciao!